Flupp. Jo, läuft wieder. Warum ist die Musik aus? Ist einfach nur ausgelaufen, hm? Na gut. Was wollten wir tun? Ich will mir das Video noch angucken, so vom letzten Mal. Mauer weiterbauen. Die sind nett zu haben, aber ich glaube, wir haben die grünen Karten dafür gerade nicht. Guck mal. Nee. Da sind überall so zwei Stück drin. Reicht trotzdem nicht. Irgendwas, das keine grünen Karten braucht. Shooting Speed. Haben wir genug gelbe und rote Karten? Ja. Dann nimm bitte einmal Shooting Speed. Go. Das mitnehmen. Was fehlt euch? Kupfer. Schön. Das andere Zeug hier hat alles. Du brauchst Eisenstangen. Hier nimm Eisenstangen. Wir hatten das Muster angefangen, richtig? Ich glaube schon. Du wolltest heute automatisieren. Das halte ich für ein Gerücht. Das ist viel zu nervig und anstrengend. Das wollte bestimmt irgendein Giro Zunft machen und nicht ich. Habe ich das echt? Oh ja, stimmt, mit der Lebenslinie und. Okay. Na gut, wollte ich das wohl tun? Ich kann es ja schlecht wagen, mir selbst zu widersprechen, ha? Gut, gehen wir darüber, machen das. Stromversorgung war okay. So, der Plan war Eisen, Kupfer, Stein und so weiter da einzubauen. Ich fake das Ganze jetzt erstmal. Zwar so und so. Okay, ich brauche schon mal Eisen. Brauche Ärmchen, ich brauche alles, ha? Guten Abend von Romodu, dir auch. Und an Vollpatsch, Darren Katzerach, Madcat, Shawnyline. Vollpatsch hatte ich. Excited. Weiz-Tänzer? Ich glaube ja. Triggerfinger, Bossy und an alle anderen, die schon da sind und bald kommen werden. Wobei die das nicht hören. Ich trinke jetzt mal runter um die Ressourcen. Das Gute daran, wenn man sich selbst widerspricht, ist, dass man dennoch recht hat. Ja, und Anpassungsfähigkeit ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. Also nur weil man einmal was gesagt hat, heißt das nicht, dass man immer dabei bleiben soll. Also Prinzipien sind eine gute Sache. Bin ich auch ein Fan von. Aber wenn sich wirklich die Fakten ändern oder man neue Erkenntnisse gesammelt hat, dann sollte man auch dementsprechend neu entscheiden. Und nicht stur darauf behalten, wo man es einmal gesagt hat. Das können recht viele Menschen leider nicht. Mauern vielleicht noch. Achso, hier mangelt es an dem Ding. Wir wollten noch bessere Schmelzöfen bauen, richtig. Das heißt, ich müsste jetzt von diesem. Warte. Du machst bitte. Für den Eigenbedarf Steinziegel, damit wir mit den Steinziegeln dann die besseren Steinöfen bauen können. Du willst doch nicht einfach behaupten, dass du dazu lernst, oder? In manchen Situationen schon. Wir haben ja gestern im Stream schon festgestellt, dass ich immer noch dieselben Taktiken benutze wie in der ersten Staffel Factorio. Also was das angeht, vielleicht nicht unbedingt so lernfähig, aber so ein kleines bisschen doch schon. Mauern, Kisten brauche ich auch noch. Wobei ich auch das hier elektronisch machen sollte. Ich habe nur noch keine elektronischen Drills vorbereitet. Da fehlt Kohle. Tooltip. Jo, schon gemacht, schon gemacht. Ha, mal schneller als der Chat. Sehr gut. Das muss hier nicht beschränkt werden. Was ist die Kiste da gewesen? Mitnehmen. Ich glaube, die brauchen wir jetzt auch alle nicht mehr, weil wir den da haben. Den brauchen wir nur für das Ärmchen, das passt.
Zwei Kupferminer leer. No. Ah, der da, ne? Ach, irgendjemand hat doch was mit dem roten Lämpchen, dass das leuchtet, wenn irgendwas nicht mehr arbeitet. Ich sehe allerdings kein rotes Lämpchen bei den Dingern. Also bei den Elektro-Drills ja, bei den alten nicht. Das ist ein Elektromaner. Hm, okay. Die hier sind nämlich auch schon leer. Dann nehmen wir das doch mal so und so. Damit da ordentlich Stein reinkommt. Jetzt besseres Steelferny, damit gerade das hier schneller arbeitet, damit wir an schnellere Ziegel kommen und mit den Ziegeln dann schnell die Mauern bauen zu können. Lampe gleich Strom, ja. Hm. Naja, es kann ja auch so ein kleiner Kohlegenerator sein, der dann da, ne, Strom generiert und dann. Und die Dinger jetzt bitte statt den da rein. Und mehr davon bauen und ersetzen. Die dann auch gleich ersetzen. Damit wir schneller an mehr Steine kommen, um wieder mehr Öfen zu bauen. Glühwürmchenlampe oder das. Genau. So richtig steampunkig. Die gute alte Gaslaterne. Ja, Gaslighting ist auch so eine Sache heutzutage, ne? Hat eine Renaissance bekommen. Glas brauchen wir nicht. Nee, Mauern habe ich alle Steine. Okay, das sollte hier passen. Dann. Die bauen. Das war aber jetzt nicht besonders viel Eisen, muss ich gestehen. Habe ich da wirklich alles rausgeholt? Ist mau. Bottleneck ist aber echt. Ja, die Dinger da. Okay, wir brauchen mehr. Noch mehr davon. Der müsste eigentlich noch früher hier das abholen. Ich drehe die einfach mal um und lasse das hier lang laufen. So. Den kann das Ärmchen da noch abgreifen von den beiden. Ey, das ist ein Planet voller riesiger Killer-Insekten. Warum kann es da nicht auch riesige Glühwürmchen geben? Bump. Na gut, lassen wir das da unten erstmal da unten sein. Ich gehe jetzt und tue so, als wenn wir ganz viele Ressourcen hätten und fange mit der Automatisierung an. Sonst kommen wir da gar nicht in die Puschen. Also, wir brauchen zuallererst die Karten wären schon sehr praktisch. Ne? Das heißt, ich ziehe es mal hier so ein bisschen runter. Eigentlich auch Fließbänder und Ärmchen, aber na gut. Wir machen es wieder so, dass ein Bereich hier Wuselbereich ist. Auch wenn wir jetzt extra zwischen den Teilen der Lebenslinie Platz gelassen haben, hier, um es besser auseinander zu klamüsern. Auch wenn mir das hier ein bisschen Sorgen macht, aber das müssen wir dann schauen. Ich denke, das sollte so okay sein. Guck mal. Also, ich hätte gern Fabriken. Mehr Fabriken. Gute Fabriken. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Erstmal die schlechten Fabriken, nur weil wir Platzhalter haben. Dann waren die Fabriken selbst so, ne? Also da und da, damit sie das ein Feld immer weiter reichen können. So, so und so weiter. Die Karten schmeißen wir hier hinten irgendwo raus.
denk mal auf der Höhe, dann hier runter und dann zu den Forschungslaboren. Wie in der angefangenen Staffel auch. Und danke Leomedes für Twitch Prime. Alertbox habe ich verpasst, ha? Huh? Anon ist es da oben eigentlich. Komisch. Romo, du sagst, gelbes Untergrund kommt leider nur unter vier Feldern durch. Tipp. Ah, Untergrund bellt. Hier meinst du. Ja, wir kommen bald in Richtung Rote. Das sollte schon passen. So, wo war ich jetzt gerade? Ich war bei den Karten. Also, gelbe Karten brauchen einfach nur Holz und Kupferkabel. Das heißt, wir hätten jetzt hier Kabelproduktion. Wir hätten die da mal raus. Da mal rein. Bump, bump. Mehr Fabriken. Hier dann die Karten selber. Danach oben raus. Also wir brauchen ein Fließband, das von hinten kommt mit Holz. Auf der einen Seite Holz, auf der anderen Seite Kupfer. Und das braucht gar kein Metall oder so? Ne? Okay, also Holz und Kupfer auf den Dingern. Das heißt, hier jeweils einmal absplitten. Das ist jetzt ab sofort Kupfer. Das ist Stein. Da ist Kohle und da ist Ramsch. Und ich brauche mehr Splitter. Ein paar davon auch schon mal. Zokan. Ja, bei ihm geht die Flagge gleich auf. Ich weiß auch nicht warum. Er hat subscribed seit 2 Monaten. Dankeschön. Zokan ist auch schon länger dabei. Der Name sagt mir was. Warst du auch ein Zwerg? Ich glaube, du warst auch ein Zwerg. Also bei Dwarf Fortress, nicht jetzt bei Wurm. Ich brauche mehr von allem. Richtig, das ist das Motto bei Factorio. So, und wenn die Dinger dann fertig sind, dann kommen wir bitte hier oben weiter. Und das Ganze können wir auch gleich mehrfach bauen. Damit auch genug davon da sind. Und hier machen wir es jetzt so. Das ist das Fließband für die Forschungsanlagen. Oh, viel mehr Fließband. Das heißt, auf der Seite kommen dann die Game-Karten raus. Bei Zuckern war ich nicht dabei, dafür in beiden Staffeln XCOM Long War. Ah, das wird es gewesen sein, ja. Da wurden ja doch gut Leute verheizt in den Staffeln. Okay, dann tun wir jetzt mal so, als hätten wir mehr Fließbänder. Das wird hier abgespalten, darüber gebracht. Das wird... Das heißt, das wird einmal hier ganz regulär weiter nach unten geführt, es wird einmal auch da abgezwackt, da geht es dann hier runter, da runter. So. Dann... Den brauchen wir gar nicht, ne? Ne, den brauchen wir nicht. Doch brauchen wir, um hier eine Gerade zu machen. Um sicherzustellen, dass es nur auf der einen Seite landet. Das heißt, das sieht dann folgendermaßen aus. So, es kommt also nur von oben, also auf die vom Fließband aus rechte Seite Kupfer rauf. Und von unten und auch nur von unten Holz. Sieht jetzt schon abgefahren aus.
Keine Sorge, du wirst bald rote Untergrundpelz haben. Ja, bald, bald. Mehr davon bauen. So, spaßeshalber kann da schon ein bisschen Eisen hoch. Und da ein bisschen Kupfer rein. Und Gott, sind die Ärmchen langsam. Puh, okay. Hier Holz. So. Und da dann Stein und hier dann Kohle. So. Irgendwie machen die aber nicht, was ich möchte. Es war Alt-L? Shift-L? Ja, Shift-L. Shift-L, Shift-L. Dass er auf beiden Seiten landet und verteilt wird. Das sieht schon besser aus. Ein Tipp zum beidseitigen Entladen der Kiste auf die Lebenslinie. Nimm anstatt der Ärmchen den Lader. Der ist rechts vom Splitter. Zusätzlicher Vorteil, er verbraucht keinen Strom und ist viel schneller als ein Ärmchen. Oh, die Lader sind für mich noch neu, ja. Das ist mal eine gute Idee. Neue Spielmechaniken kennenlernen. Immer eine gute Idee. Auch wenn ich mich da meistens vor drücke. Aber es ist generell eigentlich eine gute Idee. Gucken wir mal. Oh ja, hammergeil, okay. Mehr davon. Gibt's auch einen Kistentransporter? Zu aller Minecraft? Boink, boink. Na gut, hier brauche ich die ja gar nicht wirklich. Geht's denn so auf, wie ich es gerne hätte? Jo. So, du baust noch Kupferdraht. Jetzt sollte es laufen, ne? Ja. Schön. Mehr davon. Und es müssen leider ein paar Bäume sterben. Forschung geht gar nicht voran. Gehen auch etwas zu befüllen. Nachteil, sie hören erst auf, wenn der Input voll ist. Also kann oft eine Ressourcenverschwendung sein. Ja, und wir müssen dann hier mit Splittern arbeiten, ne? Das, ja, so ist schon okay. Aber für das schnelle Entladen und schnelle Befüllen wirklich von Massenware, da können wir das dann gut nutzen. So, Strom runter. Dann würde ich auch schon ganz gerne die ersten Labore hier unten hinstellen. Also, ja, umsiedeln. Ja, umsiedeln. Weil die mehrfach bauen wäre wirklich Verschwendung. Und dann soll ich vermutlich auch bald schon mal einen kleinen Trip wieder machen, um zu gucken, ob irgendwo neue Basen aufgetaucht sind. Und jetzt kurz ein kleines bisschen durchpaumen und bauen. Zip. Ich hätte schwimmen können, aber gerade wegen Geballer im Hintergrund. Also, könnte einfach nur Garshit gewesen sein. Ich wohne ja hier in der verruchten Ecke von Norderstedt. Batzen von euch direkt mitnehmen. Noch ein paar Grüne so bauen. Na, es wird nicht reichen. Hinten und vorne nicht. Andersrum. Du
drehen wir es einfach komplett um. Das ist einfacher. Das heißt, wir können dann ab hier Forschungslabore bauen. Was da unten passiert, ist vollkommen egal. Ist dieses Jahr echt ein bisschen nervig. So. Also hier das. Ja, genau, damit wir später auch die hinteren zu diesen höheren Laboren machen können für die Lila und was auch immer da noch kam. Dingsens. So, und du bekommst. Hier können wir jetzt auch so einen Lader benutzen, ne? Kriegst du bis dann da ein. Eingeladen. Anscheinend geht das bei denen nicht, oder? Gucken wir mal. Doch, geht. Okay. Und dann auch noch da und da und da und da und da. Auch schon läuft. Gut. So, wir brauchen das Ganze mindestens dreifach. Aber es sollte nicht hier reichen. Wir könnten es theoretisch sogar vierfach bauen. Nächster Schritt. Die roten Karten. Die waren schon dicken komplizierter. Rote Karten, da brauchen Automation Core und Blank Tech Card. Blank Tech Card braucht einfach nur Eisen und Kupfer. Das heißt, wir setzen jetzt Blank Tech Card hier hin. Und du bekommst. Das hier ein bisschen weiterziehen, dass man weiß, dass hier alles normal ist. Jo. Das wirkt ein bisschen zu gedrungen hier, wenn das hier schon steht, oder? Na gut, also das ist das eine, was wir brauchen. Die brauchen Kupferkabel, also eine Fabrik vorher wartet. Das ist das. Du machst dann die. Kabel. Ja, also du nimmst Kupfer, du nimmst Eisen. Das geht weiter. Die Blank Tech Cards kommen dann hier hin, werden weitergereicht. Und hier stellen wir die eigentlichen Karten her. Und die Automation Cores, die wir brauchen, kommen dann hier hin. Du brauchst nicht viel. Wir müssen das Ganze eigentlich noch zwei Fabriken nach links verschieben. Machen wir einfach. So. Warum zwei nach links verschieben? Weil wir hier jetzt andere Rezepte brauchen. Und zwar die Stangen und die Iron Gear Wheels. Und dann legst du das dahin, du das dahin. Du nimmst das Kupfer, du nimmst das hier, du nimmst das da. Und die Stangen und Gear Wheels kommen jeweils nach unten auf ein anderes Fließband. Blub, blub, das eine gebritzelt, das andere nicht. Das kann dann hier genommen werden. Und dann wären wir, glaube ich, gleich fertig.
Romulu sagt, eine Fabrik Blank kann sicher mehr als eine rote Fabrik beliefern, oder? Ja. Das heißt, wir könnten die runterreichen zu einer anderen Fabrik, theoretisch. Wobei es mir eigentlich ganz gut gefällt, wenn wir hier alles in einer Reihe haben, dann könnten wir die Reihe hier unten copy-pasten. So, die brauchen dann jeweils noch für Eisenabzwackungen. So. Oh ja, mehr davon. Moin moin, mal eine Pause von der Weltherrschaft im Mittelalter und hier mal reinschneiden. Hi. Oh, apropos Weltherrschaft im Mittelalter. Ab morgen werde ich... Also ich habe ja diesen eigentlichen Streamplan, der jetzt durch Wurm über den Haufen geworfen wurde. Und auch diverse andere Sachen. Dass innerhalb der Woche, also Montag bis Donnerstag, 20:30 halt ein Projekt läuft. Samstag, Freitag, Samstag ein anderes Projekt und Sonntag Let's Tests und dergleichen. Daran halte ich mich selten, aber es ist so der ungefähre Plan. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir jetzt morgen und übermorgen ein anderes Projekt machen und dann Montag wieder hier anfangen. Wie denn die Dynamik ist, welches von beiden Haupt- und welches Nebenprojekt, das müssen wir dann gucken. Aber ab morgen 20:30 gibt es auf jeden Fall wieder Bannerlord. Da es jetzt einige Patches in der Zwischenzeit gibt und es einigermaßen balanciert sein soll. Also außer diesem einen Geld-Exploit, der den Spiffen da gemacht hat, gezeigt hat. Aber sowas nutze ich ja nicht. Sollte also passen. Also morgen 20:30 Bannerlord. So, dann... Nee. Gates. Ja, mach die Gates, was soll's. So. Boink. So. Jetzt fehlt nur noch der eigentliche Anschluss, ne? Jetzt brauchen wir einmal Eisen. Ja, es ist genau falsch. Einmal Eisen. Und auf dasselbe Fließband. Auch dasselbe Fließband. Schön, dass es so viel einfacher ist mit den Abständen. Aber es geht. Gott, sieht das aus. Wir haben bald rote Untergrunddinge. So, Hamza, wo du arbeitest. Du arbeitest hoffentlich. Warum arbeitest du nicht? Du brauchst noch ein Ärmchen oben. Okay. Setz uns bitte doch etwas tiefer, dann sieht es doch besser aus. Den kann ich nicht tiefer setzen. Ach so, doch. 1, 2, 3. Naja. Marginal besser. Nicht wirklich viel. Gefällt mir echt mit den Entladern. CK3. Ja, CK3 habe ich schon mehrfach beantwortet, aber ich kann verstehen, warum die Frage häufig kommt. Das Spiel an sich mag ich auch. Also ich mochte den zweiten Teil zumindest sehr gerne. War auch super für den Stream, aber ich habe keine Zeit dafür momentan. Ich warte jetzt noch ein halbes Jahr oder so, dann seid ihr auch alle fit drin. Und wenn ich dann anfange zu streamen, ist es hoffentlich schön gebalanced. Die ersten Addons sind draußen und ihr könnt mir dann im Stream erklären, wie es funktioniert. Weil jetzt ist Wurm einfach noch viel zu präsent.
Ja, läuft jetzt. Okay. So, können wir das einfach so mal eben copy-pasten? Wow. Ich glaube, es wird zu eng, oder? Also ich könnte mir ja von hier oben die Sachen schnappen. Die sind eh über. Oder ich lasse die hier im Kreis langlaufen und muss ihnen schauen. Also du machst bitte die roten Dinger und legst sie dann. So, legst es dann darauf, wenn es gleich fertig ist. Es bräuchte dann unten. Ne, die beiden brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir noch Kupferdraht, das da und das da. Wobei wir auch das nicht bräuchten, weil die könnten theoretisch auch hier irgendwie runtergelegt werden. Aber, ne. Du bräuchtest Kupferdraht. Alles nicht. Brauchen eigentlich echt nur die Teile, die hier über sind, die Teile, die hier über sind und eine neue Fabrik. Das machen wir anders. Machen wir so. Und so. Besser, oder? Also die scheinen zumindest übrig zu sein. Das Einladen sollte schneller gehen. Wobei wir hier auch wieder mit denen arbeiten könnten. Und nur den da schneller machen. Ja, und jetzt fehlt halt das ganze Eisen. Noch eins der längeren Ärmchen britzeln. Oh ja, stimmt. Britzeln. Wir gleich noch eins hin tun. Deswegen habe ich hier auch schon vorbereitet. Also hier dann gleich. Dun, 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 dun. Dun, dun. Oh, sehr schön. Ja, das ging schneller als gedacht. Hier. Ja, brauchen nochmal zwei davon. Hattest du nicht auch die zwei Chipfabriken inzwischen die beiden packen und dann die einzelnen zwischen den Chipfabriken weiterreichen können? Da fehlt was, oder? Du meinst die Kartenfabriken? Was Ländliches gemeint ist. Ist das, was ich gehört habe, das einsteigerfreundlichste Game von Paradox? CK3 sah sehr anwenderfreundlich aus hier. Und bunt und grafisch und so Zeug, ja. Also ist nicht so randgruppig wie die bisherigen Paradox-Titel. Gefühlt. Nee. So, das kann jetzt so bleiben. Forschung, mach bitte die Radarschüssel auf, wenn es lange dauert. Du craft ein paar davon. Wir brauchen jetzt alles an Ressourcen.
Alles an Ressourcen. Achso, abbauen können wir nun. Dich. Das hier alles. Eigentlich alles, ne? Ne, die Munitionsfabrik noch. Na gut, mit so viel Kauf weg. Stahl. Kannst du ein bisschen bauen? So, ganz viel Ramsch da rumliegt. Du brauchst noch Sticks. Du brauchst noch Eisen. So. Uiuiui. Jo. Kohle. 320 Eisenplatten jeweils. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Dann doch nochmal einen Schwung Kohle, weil da unten fehlt auch noch was. Und mehr davon bauen. Und Ziegel abholen und mein Inventar gleich voll. Super. Sturm ist auch okay. Ja, Kupfer elektronisch machen. Wenn aber gleich ein bisschen mehr. Dann gleich auch so. Schnelleren Schmelzofen dran. Oh, ja. Schmelzofen. Ärmchen. Kiste. So, ne? Okay. So, da habe ich noch was rein. Stahl für die Schmelzproduktion. Das kann bleiben. Das kann weg. Das ganze Chaos hier kann eigentlich, glaube ich, auch weg. Die ganzen überschüssigen alten Poles und coole Ärmchen und so weiter könnte ich theoretisch auch in den Schredder schmeißen. Da kommen so ein paar Kleinteile bei raus. Aber nicht sehr viel. Chat wird gerade wild diskutiert, was ich noch so let's playen könnte. Drakensang kam schon mehrmals auf, ja. Ist auf meiner fiktiven To-Do-Liste. Ich glaube sogar auf der richtigen. Ich habe auch auf der... Es gibt so einen Google Doc. Da sind auch die meisten meiner Projekte verlinkt. Und da ist auch eine To-Do-Liste drauf. Und meine ganzen verschiedenen anderen Links zum Discord und der Amazon-Wunschliste und sowas alles. Und in der To-Do-Liste ist Drakensang, glaube ich, auch mit drauf. Loader bauen und so weiter. Ein Stack dabei sollte reichen. Flop.
Was läuft bei euch denn gerade nicht so? Die Blankdinger kommen. Die Blankdinger kommen nicht, weil kein Eisen kam, aber das sollte sich jetzt hier ändern. Und die bekommen jetzt die handgecrafteten. Ja, Rot brauche ich eh gerade gar nicht. Gelb sollte ich mal mehr bauen. Das ist hier noch in den Kinderschuhen alles. Miep, 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 miep. Gero, du hast Eisen auf der Kupferplane. Oh. Das ist noch von dem einen kleinen Fehler am Anfang da. Weil ich hier was mit drin hatte, ne? Es sollte jetzt aber aufgehoben sein, glaube ich. Ja. So, ne? Ich glaube, das reicht dann. War schon gut aus. Und Radar ist gleich durch. Nice. Dann werden wir wieder Stromprobleme bekommen. Wir werden definitiv Stromprobleme bekommen. Da wir hier den Wuselbereich eigentlich brauchen, könnte ich hier auch noch was davon packen. Müssen wir gucken, ob wir mehr gelbe Karten brauchen oder nicht. So, Radar ist durch. Dann hätte ich gerne als nächstes das ist ein Bottleneck, ne? Ja, Öl, Buggies. Und es braucht keine grünen Dinger. Also go. Und ich gucke, was die Radarschüssel so braucht. Sie braucht nichts besonders Wildes. Sie braucht aber 1 MW Strom. Und wir haben gerade so 4 von möglichen 7. Also eventuell vorher ein kleines bisschen die Stromproduktion ausbauen. Und erst dann die Radarschüsseln in alle möglichen Ecken verteilen. Das wäre dann hier. Weg. Schnüffeln die Aliens eigentlich schon? Ja, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde nicht geguckt. Ich weiß aber nicht. Scheinbar nicht. Aber ich weiß nicht, ob das... Das zeigt es hier an, egal ob ich es sehe oder nicht, richtig? Davon noch mehr. Und Ärmchen dazwischen. So, und hier war es noch ein Rohr. Ne? Ja. Rohr. Da, ja, sieht schon besser aus. 4 von 10. So, dann, wo kommt die Radarschüssel hin? Da irgendjemand ja so gut mitgedacht hat und schon mal nach Osten sinnlos erweitert, können wir jetzt hier eine Radarschüssel hinlegen. Damit es denn hier die Sache aufdeckt. Und dann im Südwesten hier runter, dann da irgendwo noch eine Radarschüssel hin. Genug Poles haben, um runterzukommen, ne? Ja. Und der muss so erstmal reichen, weil das sind dann 2 MW extra. Das sind mal eben 50% extra von unserem bisherigen Stromverbrauch, nur für 2 Radarschüsseln. Kohlefließplan zum Strom wäre auch wichtig.
Jein. Also das, was wir jetzt reingeschmissen haben, das wird für bestimmt 2 Streams oder 3 reichen. Also langfristig ja, völlig akkurat, aber ja. Ich habe es gerade nicht so mit den Fließbändern. Müsste irgendjemand automatisieren, ich weiß auch nicht. Dass alle Klippen sterben müssen. Ja, ne? Ich glaube, hier reicht schon. Ist die Sackgasse? Ja. So, wie weit unten sind wir? Doch, relativ weit unten, ja. Dann bitte hier die... Oh, noch gar nicht gebaut. Okay, abbrechen, 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 abbrechen. Anfangen, 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 anfangen. Ist Radar auch so stromlastig in Vanilla? Ich hatte die immer sehr moderate Erinnerung. Ja, ich auch. Ich denk, kann mir schon vorstellen, dass es ein Balancing-Faktor ist von Crastorio. Weil in Vanilla hat man halt nie wirklich Stromprobleme, außer man baut ziemlich viel Mist. Und überall Lasertürme und so. Oh, eine Minibasis. Eine zwiegespaltene Minibasis. Das sind auch nur 4 Spawn, das ging ja auch. Überschaubar hier oben. Das Ding da könnte wehtun. Das da auf jeden Fall, ja. Oil Processing, go. Öl hatten wir jetzt direkt in der Nähe, glaube ich. Doch da. Ist ein bisschen unpraktisch. Dass meine Türme sind das, glaube ich, dieselbe Farbe haben wie ein Ölfeld. Na, da oben dann halt noch, ne? Ja, ja, es geht langsam los mit den Belagerungen. Der Radar scannt auch wesentlich schneller, als ich in Erinnerung habe. Ja, das stimmt. Commander, melde, wir brauchen Panzer, um der Bedrohung Herr zu werden. Ja, Panzer klingt super. Panzer fahren. Muss ich immer sofort an Panzer Girls denken und Katyusha im 10-Stunden-Dings. Ja, für Panzer brauchen wir mehr grüne Karten. Und... Ja, ist okay. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, gelbe Karten kommen nicht ganz hinterher. Hm? Ja. Ich mach das mal anders. Ihr seid alle regulär, ne? Ja. Dann machen wir euch mal kurz. Wir legen euch da drauf. Und ihr braucht dann noch ein Ärmchen jeweils für Draht. Mal gucken, wie das so aufgeht. So, ihr braucht alle mal ein bisschen Licht hier. Schnellere Rauslegärmchen. Die merken sich auch, dass sie halbe Ärmchen sind, ne? Ja, tun sie. Sehr gut. Jetzt läuft der Draht drinnen auf eine Chiplinie. Ja.
Das ist nicht gut. Das ist richtig. Richtig? Glaube ja. So, die brauchen auch noch Kupferzugang. Und auch noch alle schnellere davon. So, die Hälfte darf ruhig auch jetzt langsam, weil wir die andere Seite ja auch brauchen. Das sieht gut aus. Das sieht besser aus. Der Lader ist verstopft. Was? Welcher Lader? Der da. Ja, eigentlich können da mehr rein, ne? Ich weiß nicht, warum man mehr nimmt. Nicht mehr nimmt. Gucken wir mal. Na gut, also wir haben jetzt 3 Fabriken für rote, wir haben 5 für gelbe. Jetzt wären die grünen drin. Da ist ein Kupfer drin im Lader. Aha, okay. Könnte man es beim Maus übersehen oder wusstest du das? Achso, du hast es geschlussfolgert daraus, dass die Kabel hier kurz durch drauf waren. Ja, okay, das macht Sinn. So. Also, grüne Karten sind der nächste Schritt. Mach mal einen Abstand zu den anderen Sachen. Weil ich glaube, grün war schon ziemlich kompliziert mit den grünen Chips zwischendrin und so weiter. Ich denke, ich mache auch erstmal. Ja, genau. Ich mache erstmal eine Abteilung, wo grüne Chips hergestellt werden. Die grünen Chips kommen dann nach rechts, gehen dann wieder runter in die nächste Reihe, um dann da die grünen Karten herzustellen, aber gehen dann über den Splitter auch rechts zur Lebenslinie, weil wir davon später Unmengen brauchen. Also machen wir jetzt erstmal hier eine Reihe nur für. Hier eine Reihe. Für grüne Chips, nicht Karten. Und grüne Chips brauchen Holz, Eisen, Kupferkabel. Also brauchen mindestens 2 Fließbänder. Die überlappenden Strombereiche würden mich in den Wahnsinn treiben. Warum das denn? Die sind super toll. Die geben einem Anleitung, diese Überlappung. Es ist ein weiteres Muster in einem Muster. Das ist schön. So, bau bitte Kupferkabel. Ha, Research Oil Processing. Flammenwerfer? Ja, das ist was für später, ne? Ja, ja. Plastik? Plastik. Braucht man ja auch Plastik für die? Nö. Nö. So. Ich weiß nicht, das ist was anderes, das ist kein Kupferdings. Wir brauchen Kupferdraht auch für. Ne, das ist genau falsch rum. Du musst hier hin und du bist das Ding. Wir brauchen nämlich einmal Kupferdraht hierfür, wir brauchen einmal Kupferdraht dafür. Den brauchen wir. Den brauchen wir auf der Etage hier gar nicht.
jetzt schon durcheinander. Also dich doch wieder dahin, dich weg. Dich Kupfer ratifizieren, dich dahin, du nimmst Kupfer. Ich glaube, wir machen eher wieder hier zwei so eine Kupferdinger. Die ist dann aber auch wieder rauslegen. Also auf der rechten Seite von dem Fließband ist jetzt nur Kupferplatte. Auf dem linken Fließbandseite ist Kupferdraht. Das kommt dann nach hier weiter, wenn wir irgendwann mal Fließbänder wieder haben. Paste. Und dann haben wir hier drüber oder drunter, ich denke eher drunter, das Fließband mit Eisen und Holz. Ja, und da ich weiß, wie viel davon brauchen, gehen wir erstmal bis hier. Und fangen denn hier die Fabriken an für die eigentlichen Chips. So, die kriegen dann von oben den Draht. Und von unten Holz und Eisen. Ja, muss auch nicht irgendwie weiter verarbeitet werden, sonst war es gut. Also wahrscheinlich auch da wieder dann blaue eher. Davon noch mehr. Davon, davon, davon. Kannst auch wieder den Lader nehmen, um die Kupferkabel recht schnell aufs Band zu entladen. Dann landen sie auch alle auf einer Seite. Stimmt, ja, da hast du recht. So. Yeah. So. Okay, dann bräuchten wir jetzt einmal... Bräuchten wir jetzt viele Ressourcen. Aber das passt eigentlich zeitlich ganz gut auch. Wir sind gleich bei einer Stunde. Das heißt, ich werde jetzt... Ich werde jetzt runterlaufen, Ressourcen einsammeln, dann ganz viele Bausachen in die Quickway reinpacken. Also Fließbänder, Ärmchen, intelligente Ärmchen, Lader, Splitter, Kisten, all so ein Gedöns. Und das dann 5 Minuten lang durchticken lassen, aber halt off-camera und... am Sonntag oder Montag sehen wir uns dann wieder zum Factorio. Dann sind die Sachen fertig und wir können dann da ordentlich weiterbauen. Dann sparen wir uns das 5 Minuten warten, bis das Ganze durchgecraftet ist. Boom, 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 boom. Und ist gar nichts dabei mehr, ne? Oh ja, das schaut gut aus. So. Mehr von allem. Auch noch. Stein und voll. Ne, nicht ganz. Okay. Na gut, dann war es das erstmal für heute. Außer ich sehe noch irgendwas anderes. Kohle mal zum Kraftwerk sicherheitshalber. Ne, 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 ne. Das, wie gesagt, das reicht bestimmt noch 2 Streams und ich werde jetzt nur 5 Minuten auf Kamera das durchlaufen lassen, bis die Quickway fertig ist. Das können wir dann nächstes Mal machen. Das passt schon. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht sieht man sich dann gleich im Game bei Wurm. Und sonst sehen wir uns morgen für Bannerlord zur Abwechslung mal wieder. Also bis denn.